Wir sind zu Besuch in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Isabel Lorenz, 67 Jahre alt, inzwischen Rentnerin. Davor habe ich lange als Literaturübersetzerin gearbeitet. Studiert habe ich Anglistik, Romanistik, Germanistik und Literaturübersetzen. Die Düsseldorferin hat rund 65 Bücher übersetzt, Romane und Erzählungen, meist aus dem Englischen, darunter ein echtes Meisterwerk. Das ist einer der Romane des Literaturnobelpreisträgers Ishiguro, der den Preis 2017 bekommen hat. Eine Kennerin ist Isabel Lorenz auch rund um die Geschichte des Films. Besonders die Filme der 1910er bis 50er Jahre, Filme mit Hans Albers, Heinz Rühmann, Hilde Krahl. Isabel lebt damit, das gehört zu ihrem Leben. Das stimmt. Was ich auch noch mag, das hört sich vielleicht etwas ungewöhnlich an, aber ich liebe richtig blutige Zombie-Filme. Diese Filme beruhigen mich so herrlich. Ich liebe Zombies. Gesellige Abendessen liebt Isabel Lorenz ebenfalls. Heute ausnahmsweise im Restaurant, denn am liebsten kocht sie selbst. Wenn Isabel zum Essen einlädt, dann sind das komponierte Menüs, köstlich. Man ist nach ihren Essen richtig glücklich. Es ist herrlich für mich, in der Küche zu stehen und abzuschmecken und die Menüs zu kochen und zusammenzustellen. Heute hat sie alle Zutaten für den Sieg vorbereitet. Ich werde Quiz-Champion, weil meine Mutter so oft zu mir gesagt hat, du weißt zu viel, jetzt mach mal was draus. Herzlich willkommen, Isabel Lorenz. Darf ich Ihnen die Hand reichen, Frau Lorenz? Ja? Vorsicht. So viel Zeit ist, genau. Wunderbar. Perfekt. Kommen Sie mit. Hier haben wir noch zwei Stufen aufwärts. Nochmal. Ja. Wunderbar. Das kriegen wir locker hin. Erst einen kleinen Hürden genommen. Herzlich willkommen, schön, Sie hier zu haben. Dankeschön. Ja, oh, mir lief gerade ein bisschen das Wasser im Munde zusammen, als ich gesehen habe, dass da nicht nur lecker vorbereitet wird, sondern auch lecker gegessen wird. Ich koche sehr gerne. Ja, dann hoffentlich kommt es zum Duell Ernährung und zu vielen anderen auch. Vorher die Geschichte mit den 7 richtigen Antworten in 60 Sekunden. Wissen Bescheid. Dann denken Sie auch dran, dass Sie weitersagen können. Natürlich. Wenn Sie gerade mal nicht neben, sondern auf dem Schlauch stehen. Aber das ist völlig ungefährlich. Alles klar. Wunderbar. Dann beginnt das Duell mit Isabel Lorenz jetzt. Ein bekanntes Grimm-Märchen heißt Der Wolf und die 7. Geißlein. Richtig. Welches alkoholische Getränk gibt es in den Sorten Tempranillo und Cabernet Sauvignon? Wein. Richtig. Welche Farbe haben die kleinen Minions aus den erfolgreichen Animationsfilmen? Gelb. Richtig. Wie viele Sekunden sind 10 Minuten? 600. Richtig. In der Biologie steht die Abkürzung ZNS für zentrales Nervensystem. Richtig. Ist der Name Programm, dann gilt das lateinische Sprichwort Nomen est. Omen. Richtig. Auf welcher deutschen Ferieninsel liegen die Orte Binz und Sassnitz? Rügen. Richtig. Wer spielt... Ach, Sie haben mitgezählt. Darf ich? Das ist gut. Hier ist noch mal eine Stufe hoch. Ja, mit dem Licht auch immer ein bisschen blöd. Ja, vielen, vielen Dank. Sie sind noch keine Uhr. Dass ich da Sie haben sich doch nicht zu entschuldigen, nur weil ich Ihnen über eine Stufe helfe. Das ist alles gut. Willkommen hier vorne. Dankeschön. Sehr lustig. Ich warte immer auf das Geräusch, dass es geklappt hat. Und sie sagt bei der 7. richtigen Antwort, yes. Also, sie hatte mitgezählt. Sie hatte ganz einfach nebenbei, und zwar nicht natürlich mit den Fingern, sondern mit irgendeiner... Sie sagten natürlich? Ja. Nein, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Wenn man sich hier... Entschuldigen Sie bitte, ich will jetzt keinen Streit anfangen, aber wenn man sich auf die Beantwortung dieser Fragen voll konzentriert, und das ist ja schon eine Situation, die ein bisschen aufregend, anspannend ist, dann kann doch nicht eine Gehirnhälfte noch mitzählen. Doch. Kann. Gut, ich freue mich auf Sie. Ja, danke. Mal gucken, wo es losgeht. Bei Anna Thalbach. Anna Thalbach ist ehrgeizig und sie verliert nicht gern. Schlecht für sie, denn sie ist jetzt ihre Gegnerin in der Kategorie Literatur und Sprache. Nochmal willkommen, Anna. Danke. Aber hier eine Übersetzerin, eine Willkommen, Literatur. Isabel. Welches ist denn dein Lieblings-Zombie-Film? Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, also Brain Dead nicht von Peter Jackson. Nein. Mal gucken vielleicht. Ja. Aber jetzt kommt ein ganz neuer Zombie-Film ins Kino, ne? Ich weiß nicht, ob du es schon weißt. Nein. Halt die Augen auf.
Okay, voller Vorfreude, auch auf das Duell Literatur und Sprache, das wir jetzt zwischen unserer Expertin Anna Thalbach. Das ist aber sehr schwierig für mich. Entschuldigung, Sie machen das doch beruflich. Ja, eben, Dressage. Wenn ich bei, ach so, weil die Rampe so hoch ist. Sie meinen jetzt, wäre es Gefahr, mich zu blamieren, besonders groß. Da möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Also, selbst das wäre keine Blamage, das wäre für Sie unangenehm, da vorne auszuscheiden. Aber Sie sind ja hier auch nicht einfach so hergekommen, sondern man hat ja vorher schon mal getestet, ob Sie möglicherweise eine Frage beantworten können. Ja, irgendwie schon. Es ist eher unser Job. Ja, wir sind sich hier zu blamieren. Nicht getestet. Ja, genau. Also wirklich, Sie sind hier, wir machen uns jetzt eine schöne Zeit. Ja. Und dann. Trotzdem eine Schnellraterunde weitere wäre mir lieber. Die hat mir solchen Spaß gemacht. Ja. Ich habe eine gute Idee. Ja. Wir machen das jetzt einfach hier alles ganz schnell hintereinander. Ach so. Ja? Dann ist das hier die längste Schnellraterunde der Welt. Aber eben auch schnell. Na gut. Ja? Wollen wir loslegen? Ja, gerne. Das Duell Literatur und Sprache zwischen Anna Thalbach und Isabel Lorenz beginnt so. Die DDR-Schriftstellerin Christa Wolf ist nicht nur bekannt für ihren Roman Cassandra, sondern auch für die Erzählung Dem Himmel so nah, Der Himmel über Berlin oder Der geteilte Himmel. Richtig, weiter. Der geteilte Himmel, 1-1. Dem Himmel so nah ist ein Film und Der Himmel über Berlin ist, Wim Wenders. Wim Wenders, ja. Okay, 1-1, zack, zack. Wohin wollten die beiden Ameisen in Ringelnatz berühmten Gedicht Die Ameisen aus dem Jahr 1912 reisen? Fuck. Wollten sie nach Altona, nach Andorra oder nach Australien? Weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich drücke das hier. Auf jeden Fall etwas drücken. Oh. Glauben Sie, haben Sie richtig? Ja, in Altona auf der Chaussee taten Ihnen die Füße weh. Ah, okay. Und da verzichteten Sie weise auf den letzten Teil der Reise. Wir brauchen zur Beantwortung aber noch den Anfang. In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien. Richtig ist C. Bravo. Punkt für Isabel. Ich finde es ein so süßes kleines Gedicht, das ist wirklich so niedlich. Okay, 2-1 Führung, weiter geht's. Weil wir können hier nämlich auch Tempo. Mit welchem Roman gelang der britischen Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher der internationale Durchbruch? War das Mondscheintarif oder Die Muschelsucher oder Meine geniale Freundin? Mondscheintarif ist Ildiko von Kürti, Meine geniale Freundin ist Elena Ferrante, Muschelsucher ist Rosamunde Pilcher. Zack, Duell gewonnen. Schnell genug? War das schnell genug? Ja. Wir haben doch keine Zeit. Film und Fernsehen. Dauergast in den Kinocharts mit seinen Filmen und Dauergast beim Quiz-Champion mit seiner Leidenschaft für Filme. Auch für Zombie-Filme. Michael Bulli-Herbig. Wir werden sehen. Also, das ist alles sehr beängstigend für mich gerade. Angst vor mir? Nein, vor der ganzen Situation. Es ist so schnell, alle reden so schnell, alles geht so schnell. Oben sitzen schon zwei hier. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ja, wo soll das alles enden? Jedenfalls vor mir muss man keine Angst haben. Ich bin der harmloseste kleine Mensch von der ganzen weiten Welt. Oh, das ist ja toll. Aber ganz ehrlich, das sind die gefährlichsten. Ich wollte gerade sagen, wer das sagt, dem mag man glauben, aber man guckt auch kurz, ob es vielleicht doch. Also das mit den Zombie-Filmen, muss ich sagen. Ja, die liebe ich. Ja. Die finde ich so herrlich. Ja, und Sie sind so harmlos. Sie finden, Moment, fürs Protokoll. Sie findet Zombie-Filme so herrlich beruhigend. Ja, in der Nacht, wenn ich mal viel gearbeitet habe oder gelesen habe und ich weiß, ich kann nicht einschlafen,
Ich suche so lange durch die Programme, bis ich so einen Zombie-Film finde. Und dann bin ich ganz ruhig und habe die nötige Bettschwere. Was machen, ja. Sie denn, was machen Sie denn, wenn Sie so richtig aufgeregt sind? Da ziehe ich mir die Bettdecke über den Kopf und mache gar nichts mehr. Okay. Ich hätte eine ganze Reihe von Fragen, aber wir haben ja auch noch eine ganze Reihe von Zeit. Also, Film und Fernsehen, Bully gegen Isabel. Auf geht's. Wem schmeichelte Romy Schneider 1974 in einer Talkshow mit den Worten Sie gefallen mir sehr? War das Klaus Kinski oder Burkhard Driest oder Martin Semmelrogge? Du hast einen Moment gezögert? Ich habe gezögert, ja. Ich war ganz, 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 ganz kurz bei Klaus Kinski, aber dann ganz schnell wieder weg. Ja. Martin Semmelrogge ist ein guter Gag. Ja. Ja. Und es war tatsächlich Burkhard Driest. Ja. Ja, sehr. Ja. Bei Kinski und Talkshow denkt man auch, weil der hat doch mal da rumrandaliert. Ja, oder immer. Immer. Also ist immer, also kann man auch auf YouTube noch alles gucken. Oder ist immer, wenn, das gucke ich mir an, wenn ich mich beruhigen möchte. Aha. Ja. Aber ich habe es auch gesehen mit Burkhard Driest. Also Sie haben es gesehen? Ja. Das war 1974. Naja. Muss man kurz rechnen? Bin halt eine alte Frau. Nein, es war deshalb so interessant, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass Burkhard Driest da irgendwie vorbestraft war. Ja, der war Bankräuber. Ja, und hat davon erzählt. Und dann meinte so Romy Schneider, dass sie ihn so interessant findet. Da dachte ich mir, okay, vielleicht... Oh. Die dunkle Seite. Bank. Ja, genau. Die dunkle Seite der Romy S. Ja. Richtig ist B, Burkhard Driest. Auch Schauspieler Burkhard Driest. Und es war in Dietmar Schönherrs Talksendung Je später der Abend. Es steht 1:1 und dabei wird es wohl nicht bleiben nach dieser Frage. Erst ganz am Ende des Films stellt der von Charlton Heston gespielte Taylor fest, der Planet der Affen ist in Wirklichkeit der Mars, der Mond oder die Erde. Fast peinlich, dass ich hier so einfache Fragen stelle. Also für euch offensichtlich einfach. Richtig ist 10. Innerhalb von 10 Sekunden beantwortet. Die Erde. 2:2. Sie haben den Film gesehen? Ja. Ja. Am Ende guckt die Freiheitsstatue so aus dem Sand heraus. Daran merkt er es dann. Okay. 2:2. Nächste Frage alleine richtig. Regeln sind bekannt. Ja. Hier ist die Frage. Welches dieser ZDF-Magazine feierte vor über 57 Jahren Premiere und ist bis heute regelmäßig auf Sendung? Ist das die Sendung Wieso? Oder Hallo Deutschland? Oder Aspekte? Jetzt drückt sie ihn in der Brust und überall. Noch 3 Sekunden, Bulli. 2, 1, drücken. Beide sagen C, dann gehen wir mal durchs Programm dieses wunderschönen Senders. Ja, Wieso ist, glaube ich, jünger. Ja. Ist so ein Verbrauchermagazin, ja. Wirtschaft und Soziales, meine ich, heißt das abgekürzt, bin ich, glaube ich, ja. Ist jünger, stimmt. Gibt es aber auch schon seit 38 Jahren, steht hier. Und Hallo Deutschland ist noch jünger, gibt es seit 25 Jahren. Richtig ist Aspekte, Punkt. Sowohl für Isabel Lorenz als auch für Bulli Herbig. 3:3. Es bleibt hier knusprig und geht so weiter. Welche dieser Talkshows war unter anderem bekannt für die ultimative Lobhudelei? Ach ja. War das Roach und Böhmermann? Oder Zimmerfrei? Oder Boulevard Bio? Ich war nicht ganz sicher. Dann können Sie uns jetzt sagen, wozwischen Sie geschwankt haben. Boulevard Bio kommt mir aber... Weil er so freundlich zu seinen Gästen war.
Okay, aber da, also er hat bestimmt mal gelobhudelt gegenüber Gästen. Aber wahrscheinlich doch Christine Westermann und Götz Alsmann. Sie meinen also zimmerfrei? Ja. Oder also, Charlotte und Jan? Also ich hatte die große Freude, in der Sendung mal sein zu dürfen als Gast. Bei zimmerfrei? Genau, bei zimmerfrei. Und ich mochte das sehr. Ich habe das sehr genossen. Wer hat dich belobhudelt? Ich glaube, alle. Alle, okay, gut. So nach dem Motto, es ist zwar nicht ganz wahr, was ihr sagt, aber ich könnte euch stundenlang zuhören. Richtig ist zimmerfrei. Zwischen 96 und 2016 700 Folgen, eine sehr niedliche, manchmal war total schön. Recht anarchistische Sendung, er ging drunter und drüber. Götz hat Klavier gespielt. Ja. Und man durfte sich wünschen, was man zu essen bekommt. Fand ich auch sehr schön. Was hast du denn gegessen? Ich habe böhmische Knödel und Schweinebraten bekommen. Ich hatte Spaghetti mit Ketchup. Auch schön. Und ging man nicht noch die Treppe hoch? Noch mal in so ein Sondergespräch? Ja, Privatzimmer eingerichtet. Ja, genau, sowas. Das Fenster süße Sendung. Zur Seele. Ja, das Fenster zur Seele. Lustig. Ich habe mich selbst gespielt. Ja? Ach, tatsächlich. Bei zimmerfrei? Ja. Wir waren, warst du auch bei zimmerfrei? Wir waren alle bei zimmerfrei. Wir waren alle bei zimmerfrei. Außer Isabel. Außer Isabel. Eine Opernsängerin, deren Namen ich vergessen habe, hat dann dem Sicherheitsdienst mal einen Hinweis gegeben. Ich sollte sie überraschen mit, ich musste lallen in dieser Sendung und sie musste das irgendwie verstehen. Sie hat mich aber hinter der Bühne schon erlebt und hat den Sicherheitsdienst benachrichtigt. Da wäre ein Kandidat, der wäre der stockbesoffen. Den sollte man entfernen. Ich habe mich nur eingesprochen. B ist richtig, zimmerfrei. Und viele hier denken offensichtlich sehr gerne an Christine Westermann und Götz Alsmann. Als Gastgeberin und Gastgeber. 4-4, Temperatur steigt und wir beantworten diese Frage. Von welchem Film gibt es ein Original und ein Remake vom selben Regisseur, weil ihm das Original zu amateurhaft war? Taxi Driver, Chinatown oder Der Mann, der zu viel wusste? Ja, also weder Scorsese noch Roman Polanski haben jemals ein Remake von ihrem eigenen Film gemacht. Also kann es nur C sein. Hitchcock, genau. Hitchcock hat den gleichen Film noch mal gemacht? Ja. Das ist eigentlich cool. Er hat ein bisschen Zeit gehabt. Ja. Das ist cool, wenn man dann so selber mit der Performance nicht zufrieden ist. Ich war mal bei einem Ed Sheeran-Konzert. Da hat Ed Sheeran das letzte Lied, seinen großen Hit, gespielt. Und dann war fertig, alle haben gejubelt, hat er gesagt, das war nix, das kann ich besser. Und hat noch mal gespielt. Ja. Und war dann tatsächlich auch irgendwie noch mehr ein Höhepunkt. Der Mann, der zu viel wusste, C ist richtig und wir sind im Stechen. Sie kennen die Regeln? Einfach nur, um es zu vergegenwärtigen. Wissen, klar. Aber hier auch Tempo. Ja. Ich stoppe das Lesen im Moment des Buzzerns. Aber die Frage steht ja da. Also. Ich hoffe, es ist keine Zombie-Frage. Das ist schon mal eine gute Idee, was Sie da machen. Das Duell Film und Fernsehen wird im Stechen entschieden mit dieser Frage. Wie heißt ein von Telly Sub? Sie müssen jetzt antworten. Kojak. Bravo. Kojak ist richtig. Wie heißt ein von Telly Savalas gespielter, glatzköpfiger Serienermittler mit einer Vorliebe für Lollis? Theo Kojak, zweites grünes Kreuz. Ist doch eine schöne Fahrt hier, macht doch Spaß. Ja, aber jetzt. Wollen wir aufhören? Ja, wenn ich gewonnen habe, dann trotzdem. Aber. Ja, sag mal, wir werden uns schnell handelseinig, aber ihr habt da oben einen. Ja? Und eine sitzen, die da. Die wollen das nicht, ich verstehe. Die würden da ein Veto einlegen. Ja. Wir werden sportlich. Nein. Er kennt nicht nur jeden Grashalm in den Stadien der Welt persönlich, sondern auch noch den Platzwart, der diesen hegt und pflegt. Hier ist Sportreporter, Urgestein, Legende Marcel Reif. Ja. Sport und ich, das geht einfach nicht. Gar nicht? Aber jetzt waren jetzt ein bisschen schlecht zu Fuß bei den Treppen und so, aber man kann ja andere Sachen, weiß nicht, Fahrrad fahren. Oder so? Oder nee. Interessiert? Schwimmen? Ach,
Wenn Sie mich nach der Vorrede jetzt weghauen hier, stehe ich nie wieder auf. Also, da muss ich sagen, ach Sport, ich will es gar nicht, ich kann es gar nicht, aber ich muss dich mal ganz kurz, aber danach. Schauen Sie Sport im Fernsehen? Nein. Sie guckt doch Zombie-Filme. Ja. Und so, wenn, ich sag mal, wenn Deutschland im Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel steht, gehören Sie dann zu den 5% der Bevölkerung, die... Ich gehe dann einkaufen, weil die Stadt dann so schön leer ist. Auch gut. Gefällt mir. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also, wird mir nicht passieren, aber gefällt mir irgendwie. Ich erinnere mich an Kandidaten, wo ich wirklich dachte, so mein Freund... Jetzt haust du aber schön auf den Putz, jetzt gucken wir mal. Ja. Bei Ihnen, ich bin völlig hilflos. Ich habe Panik. Ehrlich, ich habe wirklich Panik. Ich glaube, das ist auch ein bisschen einlullend. Ich glaube auch. So. Das ist, oder das emotional ist so overwhelming. Ja? Aber ich habe doch gesagt, ich bin völlig harmlos. Ja. Ja, genau, das haben wir gemerkt. Warte mal die beiden. Da können schon zwei berichten. Ja, zwei liegen schon da. Harmlos. Ein paar liegen schon, genau. Ja, aber harmlos. Gut, dann wollen wir mal gucken. Puh. Wie das vorangeht. Okay, gut, Sie wussten, dass Sport kommt. Also ist jetzt nicht... Ich wusste, dass es okay. kommt. Also nicht, dass nachher heißt ich Mensch. Ich wusste, dass ich nichts wissen werde. Ich gehe jetzt. Okay, zur Sache Duellsport zwischen Marcel Reif und Isabel Lorenz. Hier ist die erste Frage. Mit welchem Schwimmstil beginnt eine olympische 4x100 Meter Lagenstaffel? Mit dem Brustschwimmen, mit dem Schmetterlingsschwimmen oder mit Rückenschwimmen? Ich weiß es nicht, damit... Nur damit wir beide auf gleicher Höhe sind. Ich, ja. ich krieg's jetzt gerade nicht geregelt, wer da wie wann anfängt. Kraul ist das Ende. Das weiß ich, das steht hier aber nicht. Von daher, mit Bedacht. Ja. Weil es ja sonst nicht vorne wäre, sondern... Dann haut raus. Ist ja, also ich weiß nicht, was jetzt noch besser wird. Moment. Schwimmer anwesend? Ja, sagt sie. Wer das weiß, darf jetzt klatschen. Was ist denn richtig? Rückenschwimmen. Rückenschwimmen? Was? Ja. Ich hab's Ihnen gesagt. Ja. Die Geister, die ich rief. Es gibt eine logische Erklärung. Bei der Lagenstaffel, Staffel heißt ja, dass die was schwimmen und dann klatschen die ab und so weiter. Ja. Und tatsächlich, also erstmal lösen wir auf, Rückenschwimmen ist richtig. Entschuldigung. Aber ganz sicher nicht. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ich weiß, sie hat Entschuldigung gesagt. Weil wenn die zurückkommen, also wenn Rückenschwimmen nicht das Erste wäre, dann müsste ja irgendwann der Rückenschwimmer im Wasser sein und warten, bis der andere kommt. Die würden sich gegenseitig behindern. Okay. Das klingt unterhalb des logisch, Startblocks. Ja. Sie ist völlig blank bei Sport, nur dass du Bescheid hast. Mir ist das völlig klar. Sie müssen jetzt nur noch zweimal richtig drücken und dann könnt ihr mich hier raustragen. Alter Falter. Nun berufen Sie das bitte nicht. Ja. 1-0 Führung, nächste Frage. Was benötigt man im Fitnesscenter für ein kräftezehrendes Kettlebell-Training? Einen Gymnastikball, eine Kugelhantel oder ein Springseil? Das wissen Sie selbstverständlich auch nicht, oder? Nein, 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 natürlich klar. Nicht. Aber Sie buzzern jetzt und es stimmt. Ich buzzere jetzt. Ja. Wir sind. Die Zeit rinnt dahin, beide sagen. Oh.
Also ich kenne aus dem Englischen Wörter, die auf Bell enden und das sind Hanteln. Drum habe ich das B genommen. Ja. Ah, sehr gut. Okay. Bitte vergessen Sie nicht, sich zu entschuldigen. Ja. Entschuldigung. Richtig ist Kugelhantel B. Sie sind jetzt schon mein liebster Feind. Ja. Vieles im Leben schon gesehen, aber so auf die nette Art zu Hackfleisch gemacht worden, bin ich noch nie. Sie sind großartig. So, 2-1 Führung. Und dann brauchen Sie nur noch richtig zu antworten. Aber bei Sport, das schaffe ich bei doch. Bei Sport, nein. Jetzt läuft es auch schlecht. Aus. Ich glaube hier nichts mehr. Ich lese einfach die nächste Frage vor. Sie lautet: Welcher Teil der gängigen Yoga-Praxis verbirgt sich hinter dem Begriff Shavasana? Ist das die Entspannung am Schluss, die Begrüßung des Lehrers oder der Lotussitz? Sehe ich aus, als mache ich Yoga? Nein. Nein, also. Nein, er macht kein Yoga, er ist unser Schmusefachmann. Das ist doch das Shavasana. Nein, also ich weiß es nicht. Ich werde jetzt irgendetwas drücken. Mein Ehrenwort. Ich weiß es, ich habe es auch noch nie gehört. Ich weiß, es kommt aus dem Indisch eher. Also alles gut, aber ich. So. Ich wette, dass Isabel das jetzt richtig gedrückt. In diesem Fall glaube ich es nicht. Was heißt hier in diesem Aber Fall? Sie würden es annehmen und Sie würden sich entschuldigen und weiterziehen. Und weiterziehen. Ich nehme an. 2 Sekunden, 1 Sekunde und Ende der Durchsage. Das Publikum scheint eine Ahnung zu haben. Shavasana ist die Entspannung am Schluss. Was jetzt passiert ist, Herr Kerner? Ob ich weiß, was jetzt passiert ist? Nein, ich habe einiges mitbekommen, aber Sie wollen bestimmt eine bestimmte Antwort haben. Ja. Nämlich? Ich habe Sport überlebt. Ja. Sie ja, ich nicht. Aber ich möchte mich wirklich in bei aller Ihnen Form entschuldigen. Ich nehme diese Entschuldigung. Herr Reif, ich weiß, Sie wissen so gnadenlos viel. Ja. Und ja, nicht nur im Sport. Ich habe Sie vor ewiger Zeit in einer anderen Sendung gesehen. Da wussten Sie auch ganz wunderbare andere Fragen. Und jetzt schäme ich mich fast ein bisschen. Oh. Marcel war auch mal ZDF-Korrespondent in London. Ja. Hätten Sie Verständnis, wenn ich mich trotzdem freue? Okay. Oh. Nein, hat er nicht. Ich könnte mich in Sie verlieben. Ja. Er hat Verständnis, aber er ist im Schock. Im Quiz-Koma, oder wie man das nennt. Okay, nehmen Sie mal einen Schluck. Und dann würde ich sagen... Ja. Auf zur Ernährung. Entspannen können Sie sich jetzt noch nicht, denn wenn Sie nicht wissen, was Paradeiser, Rehbiesel oder Kuckuruz sind, brauchen Sie gar nicht erst anzutreten im Ernährungsduell gegen Sarah Wiener. Entschuldigung. Vielleicht gleich eine Entschuldigung gleich am Anfang. Ja, Entschuldigung. Okay, ihr macht mich fertig. Wir fangen an. Ernährung, Sarah, Isabel, erste Frage. Welche Zutaten gelten in der Cajun-Küche als heilige Dreifaltigkeit, weil sie dort die Grundlage für viele Gerichte bilden? Paprika, Zwiebeln und Staudensellerie? Weißkohl, Kartoffeln und Mohrrüben? Oder Bambussprossen, Ingwer und Koriander? Einfach in Ruhe nachdenken.
Eins haben Sie, wenn ich es richtig gesehen habe, schon für sich selbst ausgeschlossen. Also bleiben die beiden anderen. Sarah zögert ja auch. Also sie hat zwar was, aber sie grübelt. Oder es ist auch Pokerface? Lieber eine Sportfrage? Ja, vielleicht. Ja, dann. Wenn Nachdenken nicht mehr hilft, dann beschleunigt Buzzern das Verfahren. Ich weiß es nicht. Es geht um die heilige Dreifaltigkeit in dieser besonderen Küche. Wo zwischen, also ich habe gesehen, wie Sie reagiert haben bei Bambussprossen, Ingwer, Koriander. Ja, das habe ich ausgeschlossen. Ja. Das ist ja sehr asiatisch. Das heißt, ihr wart zwischen A und B. Mhm. Beide. Aber ich bin mir nicht mal sicher, was die Cajun-Küche ist. Ist das die Karibik? Nee, ja, das ist so. Also Cajun. Cajun. Es ist also französisch. Die französischstämmigen Kanadier, die in die Gegend von Louisiana eingewandert sind. Dann. Entschuldigung. Und aber. Cajun. Staudensellerie finde ich ein bisschen komisch in der Dreifaltigkeit. Aber sag mal. Die Antwort. Was glaubst du? Na, ich denke mal A. Weil sie A hat? Richtig kombiniert. A ist richtig. Ist eher eine einfache Küche, ne? so sehr ursprünglich, aber kann lecker sein. 1-0 Führung, nächste Frage. Wie lautet die wörtliche Übersetzung des alkoholischen Sommergetränks Piña Colada? Heißt das gesiebte Ananas oder heißt das gesüßte Kokosnussmilch oder heißt das gekühlter Rum? Was, du wolltest gerade noch wechseln? Nee, ich habe zwischen, also bei A nicht, aber ich glaube, Sie wissen, was heißt denn Piña? Ich dachte, Piña ist die Ananas. Ja. Aber was ist in dem Getränk noch drin? Ach so. Na, Rum und Kokosmilch. Ganz genau. Ja, also insofern. Ich dachte, Colada vielleicht von. Okay. Ich habe keine Ahnung. Piña Colada heißt gesiebte Ananas. Entschuldigung. Ja. Nächste Frage. Eine neue Kohlsorte sind die aus England stammenden Kalettes oder Flower Sprouts. Eine Kreuzung aus Brokkoli und Kohlrabi, aus Rosenkohl und Grünkohl oder aus Rotkohl und Weißkohl. Kalettes, Flower Sprouts. Es ist zumindest mal nichts passiert, weil beide haben B gesagt. Also wenn es falsch ist, ist dann ist gut. Wenn es falsch wäre, dann bleibt es beim 2-0. Ja, klar. Ja, wenn es richtig wäre, wäre auch gut. Dann. Also ich habe bei Sprouts an Brussels Sprouts gedacht. Und das heißt ja Rosenkohl. Genau. Brokkoli hat gelbe Blüten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die mit Kohlrabi kreuzen kann. Nee, ne? Ist auch nicht so. Es geht ja um Rosenkohl und Grünkohl. Richtig ist B. Damit endet dieses Duell. 3-1. Und Isabel Lorenz gewinnt auch das Duell Ernährung. Und es tut ihr leid. Es tut ihr wirklich aufrichtig leid. Ja. Ja. Haben Sie schon mal Gedanken daran verschwendet, was Sie mit dem Geld machen würden, sollten Sie das gewinnen? Ich habe so einen ganz sehnlichen Wunsch. Ich möchte wieder anfangen, Klavier zu spielen und will mir aber so ein E-Piano kaufen. Denn in dem hellhörigen Haus, in dem ich wohne,
kann ich das nicht laut machen. Da muss ich mir die Kopfhörer... Sind Sie auf die komplette Anfängerin? Oder? Nein, nein, ich habe schon 7 Jahre gelernt, aber das ist, glaube ich... Sie können 45 nicht. Jahre her. Okay, also Sie wollen das wieder anfangen? Ja. Schöne Sache. Und dann aber eher ein E-Piano. Ja, genau. Da können Sie aber ein feines Gerät zulegen, wenn es sollte es dazu kommen. Eine E-Orgel. Ja. Bitte? Eine E-Orgel. Ah, ja, genau. Okay, allerdings haben wir noch ein Duell bis dahin. Ja, leider. Und dann hätten wir ja auch noch ein fulminantes Finale. Oh, ja, leider. Ja. Ja. Ja, genau. Nur gucken wir mal. Ich merke schon da oben, kehrt da eine gewisse Unruhe zurück oder... Nein? Gegenseitiger Respekt vor den Leistungen der Kandidaten. Gut, dann auf zum Zeitgeschehen. Auf, dass es ein schlagzeilenträchtiges Duell wird. Zeitgeschehen gegen Jens Riva. Sehr schwieriges Thema für mich. Sehr schwieriges Thema? Ja. So wie Sport oder so ähnlich? So wie Sport oder noch schwerer? Also ich würde ja vorschlagen, egal wie das hier ausgeht, das ZDF sollte mal über eine eigene Show für Sie nachdenken. Politik ist leider nicht so meins. Ich lese auch keine Zeitung. Marcel. Das funktioniert nicht mehr, Isabel. Das funktioniert nicht mehr. Doch. Sie lesen keine Zeitung? Nein. Schauen Sie nach im Fernsehen? Nachrichten manchmal so? Selten. Woher haben Sie mich schon mal gesehen? Ja. 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 Oh, woher beziehen Sie Ihre Informationen? Aber beim Quiz-Champ. Naja, wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ja? Also ich nehme an, ich weiß da nichts. Alter. Ich habe da meine Zweifel, aber ich habe da eben auch meine Fragen. Und die erste im Duell Zeitgeschehen zwischen Isabel Lorenz und Jens Riva kommt jetzt. Wer leistet seit über 50 Jahren ehrenamtlich Besuchsdienste in Krankenhäusern, Altenheimen und in häuslicher Umgebung? Rote Socken und Mützen? Oder graue Panther und Tiger? Oder grüne Damen und Herren? Du musst das drücken. Jens! War ich zu spät? Ich habe mit dem Schlussakkord auf B getippt. Also Moment, du hast mit dem Schlussakkord auf B? Dann war das vielleicht ein technisches Problem. Wir nehmen das rein. Also ja. Eigentlich 7 Sekunden und dann ist Fail. Aber das wollen wir jetzt in der spannenden Situation. Okay, er hat das gesagt, er ist ein Ehrenmann. Ja? Mit dem Schlussakkord auf B. Ja, ja. Ja, okay, Sarah bestätigt. Richtig ist C. Grüne Damen und Herren. Entschuldigung. Was sind denn grüne Damen und Herren? Heißt der Verein wirklich grüne Damen und Herren? Also ich kenne sie nur als grüne Damen im Krankenhaus. Ja. Habe ich noch nie von ja, Sie kennen sie nicht. Sie haben doch vorhin gesagt, sie kennen niemanden. Ja. Jetzt müssen wir schon dabei bleiben. Allein wegen der täglichen Begrüßung müsste ich jemals was von denen gehört haben. Habe ich noch nie gehört. Grüne, was... Weißt du, was ich gedacht habe? Dass das Kleidungsstücke sind und man soll dann sowas wie die Heilsarmee und die Bahnhofsmission und die so, also Leute, die ehrenamtlich sich um andere kümmern. Ich nehme das sportlich. Ja, das hat Marcel auch gemusst. 1:0 für Isabel Lorenz. Mhm. Und nächste Frage. In welchem dieser europäischen Länder waren im gesamten 20. Jahrhundert nur Königinnen, Staatsoberhaupt? Ist das das Königreich der Niederlande? Oder das Königreich Dänemark? Oder das Königreich Großbritannien und Nordirland? Oh Gott. Moment. Also bei in Großbritannien war ja sehr lange
Elisabeth II., aber König. Vor ihr war ihr Vater George VI. Das war ja auch 20. Jahrhundert. Ja, stimmt. Also waren da nicht nur Frauen. Schließen wir das aus. Im Königreich Dänemark, das ist die Wahl von Jens Riewer, ist ja eine Frau Königin, die das schon auch seit sehr, sehr langer Zeit ist. Ich war auch sehr unsicher, aber ist nicht irgendein Mann vor der Margarete dran gewesen? Also Margarete ist das seit 1972, also die hat auch wirklich ein paar Jahre im Buckel. Ja. Ja, aber habt ihr eine Idee? Hättet ihr Niederlande oder Dänemark? Ich hätte auch Holland gesagt. Ausgeschlossen. Ja, so, mhm. Klar. Aber Königreich der Niederlande hätte ich auch genommen. Ja, Niederlande? Super, super. Super genau. Coole Antwort. Okay, also dann, bei Niederlanden hätte man sagen können, Willem-Alexander ist es auf jeden Fall erst in diesem Jahrhundert geworden. Davor war seine Mutter Beatrix. Und da war die Königin Mutter, auch, die war auch Königin. Da war Wilhelm Juliana und davor Wilhelmina. Das wussten sie aber nicht. Nur damit das, ich will das nur wissen. Nur für uns. Beatrix war Königin von? Den Niederlanden. Das ist schon klar. Von wann bis wann? Ach so, von wann, ja. Das weiß ich jetzt nicht. So ungefähr. Was? Das von den 60er Jahren? Nicht? Nee, später, 1980. Ah, oh. Ja. Der aktuelle heißt? Verflixt. Der aktuelle ist? Willem-Alexander. Willem-Alexander. Ja. Also, davor Beatrix von 80 bis 13. Davor auch recht lang Juliana von 48 bis 1980 und von 1890 bis 1948 Königin Wilhelmina. Richtig ist das Königreich der Niederlande. Ja. Und Jens, für dich, nur also Margarete die Zweite seit 1972, trotz starken Rauchens. Und davor Frederik der IX., Christian der X., Friedrich der VIII. Und Christian der IX., also ausschließlich Kerle. Aber ich hätte es im Leben nicht gewusst. Richtig, Königreich der Niederlande. Aber Sie haben es natürlich nicht gewusst. Sondern, nein, natürlich. Nein, natürlich. Entschuldigung. Und wenn Sie an der Stelle noch einmal... Entschuldigung. Ja, natürlich. Kann man sich ab morgen früh auch irgendwo in der Mediathek als Klingelton runterladen. Entschuldigung. 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 Wie peinlich. Bitte, ne? Ja. Ja, also wenn Sie das peinlich finden, ich glaube, es gibt viele, die das ganz toll finden. Sie führen mit 2:0 im 1-2-3-4-5. Duell. Das ist das Duell Zeitgeschehen gegen Tagesschau-Chefsprecher Jens Riewer. Und wenn Sie die nächste Frage richtig beantworten, dann sind Sie im Finale. Und jetzt wird's mir total schwummrig in der Magengrube. Wirklich? Ja. Nein. Was wollen wir da machen? Einfach weiter. Bitte sehr, dann sei es so. In welchem Zusammenhang taucht der Begriff Friedenspflicht immer wieder in den Schlagzeilen auf? Im Zusammenhang mit Tarifverhandlungen, Landtagswahlen oder Börsenturbulenzen? Also Standing Ovations vom ganzen Studio, bevor irgendjemand gesagt hat, richtig oder falsch, das haben wir auch noch nicht so oft gehabt. Sie haben es ja gleich mit Jens Riewer, also beide haben sich für A entschieden. Wenn richtig wäre, wäre ja gut für mich. Ja, aber die stehen doch alle schon. Die wissen es offensichtlich auch. Richtig ist A, Tarifverhandlungen. Yeah. Punkt für beide. Und damit gewinnt Isabel Lorenz auf das 5. Duell, das Duell Zeitgeschehen.
ein großes Finale mit drei Kandidaten. Das wird sehr spannend. Sie haben ganz toll gespielt. Danke. Es tut mir wahnsinnig leid, dass Sie so wenig wissen. Ja. Ja? Aber da kann man ja dran arbeiten. Ja. Und ist Ihnen jetzt die Magengegend wieder okay? Ja, wenn ich vielleicht eine Bitte äußern dürfte. Ich hätte so furchtbar gern ein Wasser mit Kohlensäure. Und nicht, das ist Ihnen zu lasch ohne. Ja. Wir brauchen ein Wasser mit Kohlensäure. Sie kriegen natürlich ein Wasser mit Kohlensäure. Ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag. Dankeschön. Die beiden sind frisch und bester Laune und kommen langsam die Treppe runter zu unserem großen Finale beim Quiz-Champion. Isabel Lorenz hat es geschafft. Sie hat alle fünf Experten besiegt. Auch Pia Bockermann und Jöran Steinhauer haben sich bereits durchgekämpft und den Experten keine Chance gelassen. Alle drei spielen nun gegeneinander um den Quiz-Champion-Titel. Meine Damen und Herren, das große Finale um 100.000 Euro startet jetzt. Ganz toll. Wir nehmen die Damen zu uns, genau, und wir Kerle bleiben einfach ruhig ein bisschen näher ran, kommen ein bisschen näher zusammen. Also ein Dreierfinale ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Und wir freuen uns auch, dass die beiden anderen Kandidaten da sind, die hier großartig gespielt haben. Aus Lettland zu Gast, ein 36-jähriger junger Mann, eine Gymnasiallehrerin aus Bad Hindelang, habe ich das richtig? Aus Bad Hindelang. Und jetzt spielen wir das große Finale. Dafür brauchen wir unseren Notar, Herr Dr. Jacobi. Guten Abend. Herr Dr. Jacobi kommt mit vier Umschlägen und das hat Gründe. Jöran hat als erster die Loge oben erreicht. Deshalb hat er als erster das Recht, sich einen Umschlag auszusuchen. Ja. A, B, C oder D? Er nimmt A. Pia hat als zweite die Loge erreicht, darf als dritte. B. Und warum jetzt noch zwei? Damit Sie auch noch ein Wahlrecht haben. Damit Sie auch noch ein Wahlrecht haben. Verstehe. Ich hätte gern die C. C, bitte. Halten Sie den einfach bei sich. Danke. Herr Dr. Jacobi, ich kann Ihnen was sagen. Das hier ist Ihr Applaus. Danke. Schön, dass Sie da sind. Ganz genau. In unserem großen Finale, so sagt es das Prozedere, hat der Kandidat, der zuerst das Finale erreicht hat, die angenehme Aufgabe, aber auch die schreckliche Pflicht, als Erster anzutreten. Umschlag A. Ich öffne Umschlag A und finde darin fünf weitere Umschläge mit den fünf Kategorien. In jedem Umschlag ist eine Frage. Wir gehen zusammen nach vorne. Ein Stück zumindest. Sie gehen ans Pult. Hier trennen sich die Wege kurz, weil ich dann einmal die kleine Runde mache. Und Literatur und Sprache an Anna Thalbach geht. Danke. Film und Fernsehen an Bulli Herbig. Schön. Sehr. Sport an Marcel Reif. Ernährung an Sarah Wiener. Und Zeitgeschehen an Jens Riva. Die Experten werden die Fragen gleich vortragen. Und Sie haben dann, wie bei den Stichfragen auch, die Aufgabe, innerhalb von 10 Sekunden richtig zu antworten. Erste gesprochene Antwort gilt. Alles verstanden? Nur Pult ist nichts. Achso, da steht, gut, dass Sie fragen, da steht die Frage auch. Ah, okay. Ja, die Frage wird vorgelesen und Sie können die Frage mitlesen. Sonst nichts. Und es geht natürlich darum, möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Dann beginnen wir dieses Finale bei Anna. Unter Kategorie Literatur und Sprache. Anna Thalbach, Ihre Frage bitte. Das ist ein Oscar-Umschlag, ne? Welche Figur spricht in Grimms Märchen die Worte: Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Rumpelstilzchen, genau. Richtig. Kategorie Film und Fernsehen. Ihre Frage bitte, Uli Herbig. Wer spielt neben Emma Stone die männliche Hauptrolle in dem erfolgreichen Musical-Drama La La Land aus dem Jahr 2016? Ryan Gosling. Das ist richtig. Es geht weiter mit Kategorie Sport und Marcel Reif.
Bei welchem US-amerikanischen Team beendete Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki im Jahr 2019 seine aktive Karriere? Die Dallas Mavericks. So ist es. Ernährung. Und bitte, Sarah Wiener, Ihre Frage. Upsala. Welches Gewürzkraut gehört neben Pinienkernen, Olivenöl, Knoblauch und Käse in ein Original Pesto alla Genovese? Rucola. Was? Rucola. Rucola, hat er gesagt. Basilikum. Ach. Basilikum ist richtig. Klar. Ah, ärgerlich. Stimmt, logisch. Gar kein Problem, da ist ja nichts passiert. Jetzt geht's mit Zeitgeschehen weiter. Ich mache Rucola klein. Jens Rieber, Ihre Frage bitte. Welcher Partei gehört Bundesverkehrsminister Volker Wissing an? FDP. Das ist richtig. Vier richtige, super. Wirklich gut. Das. Ja, super. Kein Problem. Dann nehme ich jetzt Umschlag B von Pia Bruckermann und bitte Sie vorne an den Tisch. Ich mache die schnelle Runde und verteile auch in diesem Fall einen Umschlag an Anna, einen an Uli, einen an Marcel, einen an Sarah. Und einer an Jens. Danke sehr. Vier Kreuze ist gut. Also, das ist, ja. Alle Möglichkeiten da. Woran? Jöran Steinhauer hat vier. Die Fragen beginnen jeweils bei Literatur und Sprache. Deshalb hat Anna Thalbach das erste Wort. Ihre Frage bitte, Anna Thalbach. Wer verfasste die millionenfach verkauften Thriller Illuminati und Sakrileg? Dan Brown. Korrekt. Film und Fernsehen. Runde 2 mit Michael Uli Herbig. In welcher Stadt wird alljährlich bei den Filmfestspielen die Goldene Palme verliehen? Nizza. Leider Cannes. Es ist alles im Süden von Frankreich, aber es ist Cannes. Aber es geht weiter. Ja. Es geht weiter. Kurz sammeln. Nicht aufgeben. Kurz. Nee, nee, überhaupt nicht. Es gibt gar keinen Grund. Aufgegeben werden Briefe bei der Post. Richtig. Ja. Sport. Und Marcel Reif mit seiner Frage. In welcher Sportart kam es zu legendären Weltmeisterschaftsduellen zwischen Garry Kasparov und Anatoli Karpov? Das ist Schach. Und das ist richtig. Ernährung. Mit Sarah Wiener. Ihre Frage bitte. Wer beim Italiener eine Calzone bestellt, bekommt eine zusammengeklappte Version welchen klassischen Gerichts? Die Pizza. Und Zeitgeschehen. Kommen wir zu Jens Rieber mit seiner Frage. Oh. Muss mir das da kann ich nur raten, wie man das ausspricht. Ach so. Okay. In welchem Land liegt Veszprém, eine von drei Kulturhauptstädten Europas des Jahres 2023? Ungarn. Das ist richtig. Bravo! Vier Richtige. Sie sind im Spiel. Bitte, vier. Gleich auf mit Jöran. Veszprém
Das wäre für Sie leicht gewesen als Sportexpertin, weil da ja eine ganz bedeutende Handballmannschaft herkommt, natürlich. Ne? Weiß sie sicher. Entschuldigung. Entschuldigung. Achso, C, Ihr Umschlag. Wir haben zweimal vier richtige Antworten. Das heißt für Sie, mit fünf richtigen Antworten sind Sie Quiz-Champion. Entschuldigung. Mit drei richtigen Antworten wären Sie draußen und die beiden spielen weiter. Und mit vier spielen wir alle drei, spielen wir alle drei weiter. Okay? Das sind die fünf Umschläge aus Umschlag C, den Sie gewählt haben. Wir gehen nach vorne. Hier machen wir es jetzt ein bisschen anders wegen der Stufe. Da wollen wir ja nichts passieren lassen. Hier vorne, Sie sehen es, ist leicht beleuchtet. Schwung, ganz genau. Geht gut? Danke. Dann mache ich das mal von hier. Darf ich? Einmal Literatur und Sprache. Zip, 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 Marcello. Sarah und Jens. So, hinter Ihnen her. Ich muss das immer hier ablegen, sonst bringt das Pech. So, allen gleich verhalten. Regeln unverändert. Literatur und Sprache. Mit Anna Thalbach. Und Ihre Frage. Welche launige Gedichtform trägt den Namen einer der größten Städte Irlands? Limerick. Correct. Weiter geht's mit Michael Bulli-Herbig, Film und Fernsehen. Welcher Comicheld aus Gotham City wurde im Kino letztes Jahr von Robert Pattinson verkörpert? Batman. Yes! Entschuldigung. Entschuldigung. Sie haben es nicht gewusst. Nein, aber die darf ich ganz kurz, es ist so beeindruckend, weil Ihre Körpersprache war so Batman. Sport. Frage Nummer 3. Marcel Reif, Ihre Frage bitte. Ach, Sie wissen es doch. In welcher norditalienischen Stadt sind die europäischen Fußballspitzenvereine? Das hast du gesehen, ja? Ja, ja. Inter und AC beheimatet. Mailand. Das wissen Sie nicht. Ernährung. Mit Sarah Wiener. Ihre Frage bitte. Welcher Plattfisch wird traditionell nach Finkenwerder Art zubereitet? Scholle. Das stimmt. Sie haben vier richtige. Ja. Eins, zwei, drei, vier grüne Kreuze. Sie haben noch eine Frage zu beantworten. Ja. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, sind Sie Quiz-Champion. Jetzt machen Sie mir doch keine Angst. Na. Aber deshalb sind Sie doch hergekommen. Ja. Sie hätten ja auch einfach... So, ja? Ich mache Ihnen keine Angst. Wir spielen die fünfte Frage. Sie werden Quiz-Champion um 100.000 Euro und ein E-Piano reicher. Und die Frage kommt von Jens Rieber. Und ansonsten spielen wir weiter Finale. Kategorie Zeitgeschehen. Jens Rieber. In welchem Pariser Museum steht die berühmte Venus von Milo? Im Louvre. Kommen Sie mal mit mir zu den Mitspielern. Also wir machen das ganz vorsichtig. Langsam, langsam. Ja. Okay. Entschuldigung. Ich sag's schon wieder. Herzlich willkommen. Ganz bald. Geht hinten in die Mitte. Einmal hinten in die Mitte. Hier
toll war das. So. Isabel Lorenz ist Quiz-Champion. Im Finale alles richtig beantwortet. Jöran Steinhauer und Pia Bockermann haben grandios gespielt und am Ende ganz, ganz knapp verloren. Und Marcel, was hat unsere Quiz-Championesse gesagt, als sie zu den beiden anderen Mitspielern gekommen ist? Entschuldigung. Entschuldigung, hat sie gesagt. Eine großartige Kandidatin. Und wenn es irgendwie eines Beweises bedurfte, warum es diese Sendung gibt und wofür die gut ist und wie viel Spaß die machen kann, wie viel gute Laune, wie viel Wissen vermittelt wird und wie viele großartige Kandidaten und großartige Experten versammelt sein können, dann ist das vielleicht heute Abend ein bisschen gelungen. Gratulation an Isabel Lorenz, danke an Pia und an Jöran und an Michael Bulli-Herbig, Sarah Wiener, Anna Thalbach, Jens Riewer und Marcel Reif. Danke Ihnen hier im Studio und Ihnen zu Hause natürlich auch. Das war der Quiz-Champion für heute Abend. Ich hoffe, Sie hatten richtig viel Spaß und gute Unterhaltung. Jetzt kommt das Heute-Journal. Bleiben Sie ruhig hier im ZDF und auf ganz bald. Tschüss aus Berlin.